herzlich willkommen zurück mal wieder zu einer Folge Garden Warfare. Und wir sind die Bdöbel und ich bin wieder hier dabei mit Timmy. Mit Johnny. Ja, von sich selber in einer dritten Person zu reden, ist immer etwas Tolles. Also auf jeden Fall, dass wir die Weile nicht aufgenommen haben, war, also weil wir haben ziemlich viele Schulaufgaben gehabt und da waren wir doch dementsprechend halt auch demotiviert, Videos zu machen. Und mein PC hatte nicht mehr richtig funktioniert. Und deswegen habe ich ihn weggebracht und er war dann auch ein paar Tage nicht da. Ah gut, jetzt kommen wieder Aufnahmen. Ja, und ich war jetzt, also ich bin immer noch, hört man vielleicht, dass ich noch recht erkältet bin, recht stark sogar. Und, ja, das ist halt auch ein weiterer Grund, ne? Und natürlich habe ich jetzt morgen und übermorgen noch Schulaufgaben. Und, also morgen eine und übermorgen eine und deswegen geht auch nur jetzt, also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Folge wird und in den nächsten Tagen wieder was kommt, aber... Die Aufnahme läuft schon wieder nicht in 60 Bildern. Ist? Ich spüre ein leichtes Ruckeln. Warum ruft der Typ eigentlich die Zombies an? Frage ich mich gerade auch. Der will doch, dass wir sie vertreiben. Feuererbse. Oh Gott, mein Fenster zu. Könnte noch irgendjemand vorbeifahren, wenn wir so was haben. Aber ich habe jetzt für solche Fälle, dass ich ja extra meinen Schreibtisch woanders hingestellt habe. Das ist immer lau laut für. Kommen wir noch von einem Spawn. Ah, ist ein Schild jetzt danach. Schön. Drin kommen ja auch noch welche. So, mal schauen, wo sind die? Da. Oh Gott. Und fragt mich nicht, woher ich die Feuersonnenblume habe. Ich weiß es nicht. Nee, das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich schau gerade so durch, nehmen wir doch mal Sonnenblume. Ich habe die Feuerblume, okay. Sonnenblume ist eine recht gute Klasse, finde ich. Du solltest vielleicht aber auch ein bisschen supporten. Also warte mal, ja, bist du? Mal, ich war gerade angestellt auf ein Tablet hier geguckt und derzeit haben mich ein paar Zombies nicht so gemocht, glaube ich. Ich würde auch nebenbei auch von hier am Tablet zu sitzen, weil ich starten werde. So, fertig. Okay. War ja auch nur der Anfang der Runde. Gut, keiner hat jetzt gerade wirklich Damage. Passt ja eigentlich, weil bei so wenig Leben, wie sie verloren haben, lohnt es jetzt auch nicht zu gehen. Dieser Istvanholik ist scheiße, der wird uns alles stehlen. Der hat nämlich den Feuerschlaffer, der Feuer ausspuckt. Hast du sowas? Ein Fernkampfschnapper, jetzt ernsthaft? Ein Fernkampfschnapper. Also, nee, der spuckt ja nicht weiter, aber trotzdem kürzt das an, weil der alles stealt. Ich meine, der macht Flächen dran, der klappt 5 auf einen Schlag geholt. Die hab ich alle angeschaut, die hab ich alle angeschlagen. Also. Ja, nicht gerade voll. Spezialwelle. Hirnlose Horde. Ich hätte es eigentlich auch vorgehabt, Plague U Inc. vielleicht am PC zu let's playen. Weil ich habe mich halt auch, also weil da gibt's ja diese Handy-Version für Android und da habe ich halt auch zwei dieser DLCs dabei. Problem daran ist aber einfach auch, ja, es gibt dieses Programm BlueStacks, das dann eigentlich ein Android-Gerät simuliert. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel Clash of Clans am PC spielen, so nimmt das zum Beispiel die ganzen Gameplayer davon auf. Nee, die meisten nutzen das für ihre Handys und Tablets und nehmen es damit auf. Ernsthaft? Ja. Ich habe da einige gesehen, die Farbqualität hatten, genau von BlueStacks am PC. Ja, es machen auch manche mit BlueStacks, aber ich finde es immer recht seltsam, wie man sein Handy lootet. Das ist jeder, der sich. Tim, ich habe nur 2 HP. Hallo. Wo bist du? Ja. Dass jeder, der es machen will und sich damit auskennt, das Handy direkt hacken kann und man selber keine Garantie mehr hat, weil das dadurch halt verloren wird. Verstehe ich halt nicht, wieso so viele Leute ihr Handy rufen. Aber gut. Geht
jetzt meiner Chili-Bohne, also was heißt jetzt Chili? Ah, die Eisblume. Ich hab ja Plagio Ink auch in Steam. Du hast Plagio Ink in Steam? Ja, gibt's. Also ich habe jetzt verstanden, du hast das in Steam. Nee. Das Problem daran ist nämlich, du kannst das halt nicht über BlueStacks spielen. Weil es ist ja so, man sieht ja eigentlich da eine taktische Weltkarte. Ja. Wenn du es über BlueStacks spielst, ist alles nur blau. Und wenn du auf ein Land drauf drückst, dann hast du die Umrandung davon. Ernsthaft? Ja. Ansonsten hätte ich zum Beispiel den Necroa-Virus gemacht, weil der ist ja ziemlich cool. Das ist der Zombie-Virus. Der ist doch relativ komplex. Ich muss doch ehrlich zugeben, ich bin mit dem bisher noch nicht sonderlich gut klargekommen. Wieso heißt der Typ Bioplasma? Das ist ein Scheißname. Bitte nicht die Big Bosse. Okay, der Typ geht eigentlich noch. Nein. Nee, komm schon. Geht's den Topfblumen sonst gut? Ja, wie es aussieht. Ich habe mich hier oben reingestellt, hier hoffe ich, dass ich sicher bin. Dieser East von Holic braucht hier. Okay, ich bin hier oben nicht sicher. Baby, was da oben. Ich hau mal schnell auf den Yeti drauf. Schon. Warum kommt diese East von Holic aber auch nicht hoch? Timmy? Nicht nur, dass der verdammt die Flächenschaden macht, nein, der verfällt mich auch so. Warte mal, du kriegst Schaden durch den Typen da unten? Nee. Ich meine den East von Holic. Der East von Holic. Hast du diese Feuerschlappe? Hol doch gerade ein bisschen wenig Gegner weg. Alter, ich brauche jetzt selber mal hier. Ah, dafür haben wir ja keine Blume. Und auch vor allem keinen Topf mehr. Ist ja geil, das heißt, wenn ich down gehe, gibt es automatisch kein Heal mehr. Ich habe gerade außerdem einmal gedrückt und habe dadurch einen Schuss von der Erbse weggehauen. Also eine Erbse. Und deswegen muss ich meine MG-Erbse ewig nachladen jetzt. Alter, dieser Feuertyp stiehlt mir immer alles, ne? Das pisst an. Kann man denn die Leute kicken? Ich hasse mit solchen Leuten im Team. Müsste Fall. Man. Bis dann. Alter, wir. Timmy? Hm? Origin setzt sich bei mir immer in den Vordergrund eigentlich, ne? Hm? Aber Garden Warfare wird einfach mal minimiert, weil mich irgendwie jemand im TS anstupst. Jo. Wer? Hey, Mutter. Warum stupst er dich an? Mit einer Lernnachricht. Da sieht Paul, der hat auch schon gestupst. Paul ist auch da? Ja. Naja. Sackzombies! Oh, ich hasse Sackzombies. Warte mal, sind das Sackzombies? Aber welche Schwierigkeit hast du eigentlich? Ich hab mir irgendwie Bilder vor als letztes Mal. Mal. Ja, nur weil so viele Sonderklassen kommen. Ich bin am Arsch, Alter. Ich hab 6 HP.
Wenn du einen Blumenkasten findest, kann ich dir nicht übergeben. Ich habe ein paar. Das Problem ist ja eben, es ist keiner frei. Ansonsten müssten wir nämlich unnötig Platz verschwenden. Komm ein bisschen her, wenn du die Lunge brauchst. Brauchst du sogar hier. Bin da. Okay. Der ist von Holic. Warum fackelt der Typ mich an? Der braucht nicht mal hier. Komm schon, Base, bitte drop ein bisschen hier. Komm. Oh, hier ist ein leerer Blumentopf, Timmy. Wo genau? Da wo ich gerade bin, da ist auch dieser ist von Holic. Das sind zwei. Oh, ich habe jetzt 4 Minuten drin. Oder so. Ich bin so gut wie tot. Naja, ich kann dich wiederbeleben. So, womit beschützen wir die am besten? Was kann die Bambuswumme? Och, die ist ziemlich stark. Das ist ein Mörder sozusagen. Nice. Emi? Ja? Bekämpf mich jetzt hier oben. Och man, jetzt muss ich hier nicht her. Kommen die alle nicht hierher, ne? Ich weiß, was mich so ein bisschen ärgert. Also ewig kein Gartenwoche mehr gefasst bin. Ja, Johnny, du brauchst eventuell ein bisschen Heal, wenn du schon zur Zombie Station läufst. Ja, das Problem ist nur, dass ich gerade hergerannt bin, da wurde mir wieder was gespielt. Au, 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 au. Ah. Ich gehe am besten mal zur Bambus, um mal zu schauen, ob die da unten klarkommt. Nee. Die Bambuswumme war direkt kaputt. Die Bambuswumme kann er nicht so oft schießen. Alter. Ja, auf jeden Fall. Ärgert sich, dass ich so wenig Gartenwurfe gebracht habe. Ja, an den Channel so allein übernommen hat. Der ist von Holic da komisch vorne rumgammelt, dann will er auch kein hier. Hat halt den Großteil der Videos gemacht. Und Egler dreimal der gleiche. Oh nicht. Oh nein. Oh Mann, das wird kacke. Das wird richtig kacke. Wenn ich mich übrigens ab und zu mal schneuzen muss, tut mir das leid, aber ich hoffe nicht. Ich bin selber nochmal später nochmal zu sagen, weil ich nach der Aufnahme, okay? Ja. Das ist, glaube ich. Ah, der Typ ist direkt bei unserer, der Typ ist bei unserer Base, der große. Oh, Alter, der ist so OP. Okay. Ja, der fokus mich einfach. Oh, der war direkt über der Bombe gestanden. Ich bin das nur nicht geschafft. Okay, der war jetzt gerade irgendwie kein Problem. Ja, weil wir alle auf einmal drauf gehauen haben. Hm.
teleportiert, hat mich abgeschossen. Ich bin auch abgeschossen worden. Auch abgeschossen. Ja, ah, der gute Typ ist so gut wie down. Warte mal, ist das nicht sogar die letzte Welle? Der Amt über den Fokus. Das heißt, ich konnte dich schnell wiederbeleben. Und das ist jetzt die letzte Welle. Das war jetzt wirklich die letzte Welle. Doch. Ey, das war ja eine voll kurze Runde. Boah, Alter. Wieso stupsen die mich jetzt durchgehend an? Mit leeren Nachrichten, ne? Das Trollen liegt ihnen allgemein nicht wirklich. Kommt da, oder kommt das mir nur so vor? Denken sie können es, aber es sind schlechteren. Oh, ich mach diese Boost. Ja, wenn du es kannst, dann bist du eben nicht schlechteren. Diesen Boost. Mal, ist das hier die Landezone? Nee. Da wo das Boden drüber ist. Ich geh da. Drin, drin. Ich geh sowas unter. Der Landeszone schon mal. Okay, warte, ich komm. Hilft dir schon jemand? Ja, da ist von Holleck. Okay, warte, ich komme mal zu euch, um euch zu helfen. Ich habe einen Umweg genommen. Bin über den Strand gesprungen und gelaufen, also. Ich mag die Feuerblume. Ich glaube, die werde ich auch online öfter mal spielen. Ja, ich mag, ich habe die auf der Seite. Ich meine die Sonnenblume. Auch recht cool. Okay, da ist schon der Play. What the fuck? Lol, der hier. Frag ich mich gerade auch. What? Was macht der plötzlich hier? Der Pete hat uns den Arsch gerettet. Was hat der plötzlich hier gewollt? Du kannst nicht sagen, dass er uns den Arsch gerettet hat, wegen ihm sind die überhaupt erst alle gekommen. Ich weiß. Im Endeffekt hat er uns den Arsch gerettet, nachdem er uns in Lebensgefahr gebracht hat. Aber gut, das wär's dann mit der Folge. Okay, aber nee, warte mal, ich werde noch den schnell ein Stickerpack öffnen. Wer lässt die Karte packen? Wer lässt die Karte packen? So, aber gut, das war's dann jetzt mit dieser Folge. Also dann, ciao. Tschüss.